Oh, wir haben eine Wii. Oh, nein, wir haben eine Full Art. Full Art Kamp. Ist das eine Alternative? Das ist die beliebteste Karte in dem Display. Liebe Monkeys, bevor wir beginnen, abonniert doch den Kanal, lasst gern ein Like da und vergesst nicht am Ende einen Kommentar zu hinterlassen. Viel Spaß beim Video. Woher sie die Displays bekommen? Die Displays habe ich von PokeCorner, steht in meiner Textbeschreibung, meiner Streambeschreibung. Da könnt ihr natürlich reinschauen. Und da ist noch ein Affiliate-Link dabei. Weverack. Voltenze? War das oder wie war es? Nee, das ist die Vorentwicklung. Fritzelblitz heißt Fritzelblitzel. Genau. Janma. Janma. Und? Kriege Gigas? Nee. Irgendwann Gigas. Irgend so ein Golem war das. Ja. Solche Artworks, denke ich immer so, Alter, die mal so als V-Karte oder als Full-Art, ist ziemlich geil. Irgendwas, der große Sumpf oder so. Ja, gut. Hm. Quapsel! Oh, Oldschool-Pokémon! Oh Gott! Schön! Ja. Oh, Sudowoodo! Mogelbaum. Mogelbaum, auch sehr schön. Ja. Oh, und wir haben die erste V-Card. Bestimmt Drisella, ja. Drisella. Oh, Quapuzzi, richtig schön. Ja. Richtig schön, abchillen. Fritzelbitzel. Und, Magnezone, stark. Magnezone. Was ist das denn? Das ist Miris Karren. Ja, stimmt. Den sie für jeden Game 2 Dreh hat. Das heißt, ich ziehe wahrscheinlich noch einen Quappo. Ja, oder Quaxo ist, glaube ich, auch drin. Oh, Quaxo, ja? Mhm. Oh, we have a Wii. Psycho? Onokdo. Oh! Oh, Jirachi. Ja, Jirachi. Jirachi, habe ich nicht erwartet. Ja, gibt eine schöne Gold, zwei nicht so schöne. Okay, okay. Oh, wir haben eine Wii. Oh, nein, wir haben eine Full Art. Full Art Kamp. Ist das eine Alternative? Das wissen wir das noch nicht. Das ist, Macho. Das ist Macho Mai! Macho Mai! Macho Mai! Das ist Macho Mai! Macho! 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 Macho Mai! Das ist Alter. Die Macho Mai Karte! Das ist die beliebteste Karte in dem Display. Oh Mann, ich lieb sie. Schau sie dir an. Die ist so der Hammer. An. Wie geil, Alter, das Klackleon da. Die ist da herum. Alter. Oh mein Gott. Hammer, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal über ein Macho Mai freuen würde. Aber voll. Das ist ein richtig schönes Macho Mai. Auch aus Schwert und Schild. Das kleine Dorf vor der Arena, ne? Ja, ja. Ist auch aus Schwert. Ja. Nice, ey. Richtig gute Was Karte. Ist das wert? Hier unten ist sogar noch ein Dicktree. Stimmt, das ist ein Dicktree und hier ist noch dieses Kaktus-Pokémon. Und da auch nochmal. Ja. Ja. Und da ist der Händler hinter dem Macho Mai, der jeden Tag ein anderes Angebot hat. Oh, du hast eine Wii. Mhm. Got a Wii. Das ist Machamp. Nee, Axanto. Alter! Oh! Noch ein Macho Mai. Aber das sieht aber Hammer aus! Holy shit! Ich muss wieder kurz pausen. Das ist halt so ein Riesenunterschied, wenn man bedenkt, wie die Karte noch vor über 20 Jahren aussah. Ja. Ist ein weiter Weg. Also stilistisch halt. Okay, cool. Ja, da sind irgendwie noch diese Arme zu sehen. Aber es ist ja null Dynamik irgendwie. Außer dem Hintergrund. Mhm. Und hier ist, Alter, was für eine Power einfach in diesem Bild ist. Ja, stimmt. Ariados. Fossil. Oh, guck mal, das ist auch der Kopf von, Cognodon. 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 Ja, stimmt. Ja, hier ist Kopf von Cognodon, Panzer von Ammonitas. Weiß gerade gar nicht. Ja, da waren doch im Spiel auch Fossile in der Wand, in der einen Höhle. Ja. Da war die auch. Oh, wir haben die Wii Star. Ah, schön. Wii Star. Dialga. Palkia, meine ich. Nee, Dialga. Dialga. Nice. Aber in der komischen Form, aber trotzdem mächtige Karte. Ja, die Origin-Form oder wie das heißt.
weiß gar nicht genau. Die gekreuzte Form mit Arceus. Oh yeah! Ah ja, das. Da haben wir ihn doch. Lord Quaxo. Schwansavel. Schwaroness. Schwaroness. Schwansavel. Okay. Big Chunk Magnetilo. Und wir haben eine V-Max. Oh, das ist 100 pro Machamp. Also Macho Mai, oder? Machamp brings all the boys to the... Ja, ja, das ist die. Die ist heftig, finde ich. Die sieht geil aus. Die sieht richtig geil aus. Schön mit seinen goldenen Fäusten. Seine Giga Dynamax Form ist das. Ja. Oh, heftig. Dies ah, nice, ey. Alle drei gezogen. Richtig sick, ja. Diese Ente, ey. Die sieht echt so aus, als hat den krassesten Shit gesehen. Jetzt wäre sie da abgesetzt worden. Ganz allein. Oh, oh, oh. Luxtravi. Ah, es sieht aber sick aus. Jetzt noch Palkia, alternative Art. Dann hast du durchgespielt. GG, dann kann ich schön Ostern gehen. Ich sehe da schon was rausragen. Ja. Ist das ein normaler V? Ja, ist ein normaler V. Hm. Stahl. Oh. Dann sage ich... Palkia. Nee, Palkia ist nicht Stahl. Palkia ist Wasser, glaube ich. Das ist Orangutan, würde ich sagen. Kommandutan. Kommandutan, ja. Sorry. Ja, das ist Kommandutan. Ja, guck, ey. Oh, ey. Einfach ich Montagmorgen. Ja, wir alle Montagmorgen. Aber es ist geil gezeichnet, kann man nicht sagen. Kann man nichts dagegen sagen. Ja, gönnen wir uns alle ein bisschen Urlaub. Habt ihr schon euer gefärbt? Beziehungsweise vor... Ich habe, glaube ich, seit meiner Kindergartenzeit keine Eier mehr gefärbt. Oder angemalt. Oh, Ivoni. Oh, die V-Card. Eine V. Nice. Wasser. Dann ist es Palkia. Ja. Müsste Palkia sein. Ja. Oh, sweet. Was hat die für einen langen japanischen Namen? Ach, wegen Origin davor, okay. Ja, das Palkia. Parukia. Parukia wird's geschrieben. Haben wir schon wieder. Disco, Disco! Ah, Ponita Galoppa müsste auch noch kommen. Stimmt, ja. Haben wir noch nicht gesehen. Schon wieder? Bouts. Und das ist eine Wii. Habe ich mich verkeult. Unlicht? Unlicht müsste, weiß ich gar nicht. Bibor? Nee. Oh. Nee, Sneebel. Sneebel. Ja, natürlich. Bibor ist ja Quatsch. Bibor ist ja Pflanze. Und wir haben den Energiespender. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Energiekanone. Schnaffte Art. Ja, definitiv. Die Artworks sind sehr schnaftig. Freue mich auch. Ariolos? Oder wie heißt es nochmal? Ariobos? Das ist Arboretos. Arboretos, ja. Oh Gott, ey, ich glaube, ich lerne nochmal die Hiragana und Katakana. Und noch eine V-Card. Kampf. Das ist Axantor, oder? Müsste Axantor sein. Ja. Boah, guck mal, wie heftig er aussieht. Das ist cool. Das ist echt krass. Die Beine, mega, nice aus, ja. Mega dünne Beine. Never skip leg day. Regirock. Galoppa. Vesprit. Enton. Oh, da ist die V-Max. Da ist die V-Max. Oh, nice. Was kann das sein? Warte mal, V-Max? Das ist eine V-Max? Da ist gar kein V-Max bei. Ich sehe hier keine V-Max. Mach mal auf. Das ist eine V. Das ist eine Full Art. Oder wie? Das ist ein alternatives Artwork? Ach,
Den habe ich gar nicht, sorry, den habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Heatran, ja, natürlich, Heatran. Da gibt es einen Remix, ja. Sorry. Regi-Eyes. Oh, Regi-Eyes hatten wir noch gar nicht gehabt. Nee. Pokécon hat auch englische. Ja, genau. Also die haben nur ausländische Karten, nur englische und japanische Karten. Deutsche Karten haben sie wiederum gar nicht, weil die meinten da so, dass der Preis dann halt nicht fair wäre, wenn sie jetzt deutsche Karten verkaufen würden. Ja. Oh, da haben wir. Oh, da ist die Alternative. Oder Full Art. Eins von beiden. Oh, das sieht zornig aus. Oh, ich wusste es, Mann. Ich wusste es. Jetzt noch Palkia Alternative Art, denn hast du durchgespielt. Oh mein Gott! Oh, das ist so eine geile Karte. Guckt euch das mal an. Sehr nice, Mann. Wie du einfach die beiden besten Karten aus beiden Sets siehst. Oh einfach. Mein Gott, ey. Richtig geil. Danke, Mann. Yannick. Alter, lieber den Poké-Corner. Sehr, sehr nice. Das ist einfach so ein sickes Artwork. Einfach beide Sets durchgespielt. Sehr nice. Hammer, ey. Ey, das ist der Herr der Räume. Ja. Zeit kann ich nicht sagen, aber Herr der Räume. Dankeschön, Dankeschön, liebe Leute. Aber es geht. Abgewogen, ja. Display ist abgewogen. Sehe ich auch so. Extra so für Streams abgewogen. Oh, Palkia V-Star. Nice. Ja, da habe ich jetzt beide in V-Star-Form. Ich habe einfach mal die zwei besten Karten gezogen. Ja. Ja, wenn man das so sehen würde, hättest du quasi die Sets auch finanziell jetzt wieder raus, wenn wir Karten verkaufen würden. Wenn wir Karten verkaufen würden, aber ich tausche ja nur Karten. Ja, Karten verkauft man nicht. Macht ihr auch nicht mit Freunden, ne? Genau, ich verkaufe auch nicht meine Freunde.